Take it back to the S. Hallihallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. So, wir spielen jetzt mal Warframe. Habe ich eigentlich kaum gespielt in meiner Lebenszeit. Aber ich habe es mal wieder ausgekramt. Man sieht auch, ich bin noch nicht so weit vom Level her und das wird hier, glaube ich, eine Spaßrunde. Also ich spiele noch die ersten Level. Die dürften den Leuten, die das Spiel kennen, schon bekannt sein, aber gut. Wir schauen mal rein und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn der Ladescreen vorbei ist. So, da sind wir auch wieder. Auf einem Planeten mit bergiger Landschaft und waldähnlicher Oberfläche. Jetzt gehen wir aber erstmal, folgen wir mal dem Typen hier. Mal gucken, der hat schon wieder umgedreht. Ich guck nochmal, ich glaube, das ist ein Sackgasse, aber gut. Ja, Sackgasse, gut, da gehe ich wieder zurück. So, was so ganz der Sinn dieser Mission ist, weiß ich jetzt gar nicht. Einfach, glaube ich, nur die Posten einnehmen und die Gegner töten. Man sieht oben links auf der Karte schon, da sind ein paar Posten rot und die muss man dann halt einnehmen, sozusagen. Wie bei Herrschaft oder so, ihr kennt das ja. So, mal gucken. So, ich sehe noch keine Gegner. Aber gut, ne, das kann sich alles noch ändern. Ja, Warframe, meine Leute, ist so ein Sport. Da ist der erste Gegner. Das ist so der erste Gegner. Obwohl, nee, das war ein Verbündeter. Ja, ihr seht, ich kenne mich gut aus mit dem Game. So, jetzt aber. Da müssen noch welche kommen und da kommen sie auch schon. Warte, ich switch mal kurz zum Controller. Der hat aber übelst vibriert. Moment, so. Zack. Alter, von wo? Ja, genau. Ja, Warframe, ein Spiel, eine Free-to-Play-Shooter, Third-Person, also dritte Person und auf Deutsch. Sehr, sehr actionreich, sehr dynamisch. Man hat viele verschiedene Facetten, denen man von viele verschiedene Facetten, die man benutzen kann, um die Gegner umzubringen. Also man kann hier einmal die Maschinenpistole nehmen zum Beispiel. Dann gibt es noch verschiedene andere Fernkampfwaffen. Es gibt sogar später einen Bogen, also es gibt ja verschiedene Warframes, so heißen die Typen, die man nehmen kann. Es gibt ja verschiedene. Ich habe jetzt erstmal nur diesen, weiß ich gar nicht mehr, wie der heißt, dieser Katana-Typ. Gibt's halt auch noch das Katana, ja? Mit dem man, damit kann man halt Nahkampf machen. Ja, schön die Gegner im Nahkampf zerschnetzeln. Und, ja. Ich werd's wahrscheinlich nicht so oft spielen und ich wollte jetzt mal einfach einmal ein Video davon machen, wenn ich schon mal auf dem PC hab, weil es ziemlich viele Gigabyte hat und es muss sich auch irgendwie gelohnt haben. Und dann habt ihr noch was davon, falls ihr das Spiel noch nicht kennt, könnt euch das mal angucken und... Okay, also das ist Verbündeter wohl? Schön, ja. Da, töte. Und ja, es macht eigentlich ganz schön Spaß, hier die Gegner abzuschooten und so weiter. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich werde mit dem Spiel nicht warm. Das sage ich bei so vielen Spielen. Und so ist es auch wirklich. Ja, aber ich kann es eigentlich jedem empfehlen, der solche Spiele mag. Ich bin jetzt nicht so der Ultra-Shooter-Fan, von daher ist das bei mir jetzt auf, ja, auf geschlossene Augen, sag ich mal, getroffen. Also ich war eigentlich nicht wirklich offen für das Spiel und das, was laber ich hier schon wieder? Na gut, also ich muss sagen, es macht mal Spaß, ein, zwei Ründchen, aber ja, und die Grafik ist auch eigentlich ganz gut für ein Free-to-Play-Spiel, ja, das kann man auch sehen. Es gibt ja sogar Nvidia, eine spezielle Grafikkarteneinstellung für Nvidia-Grafikkarten, ja, da gibt es so mehr Partikel und so weiter. Das hatte ich an, aber habe ich jetzt nicht so wirklich gesehen, wenn ich ehrlich bin, auf der Map. Das wird wahrscheinlich später dann eine Rolle spielen, wenn man mächtigere Waffen hat und die auch mehr Explosionen und so verursachen. So, wir haben jetzt erstmal die ganzen Checkpoints, glaube ich, eingenommen hier. Mal gucken, wann noch die Gegner... Ah, das ist wieder der Typ, glaube ich. Den verwechsel ich immer mit einem Gegner, weil der genauso aussieht. Mal gucken, was hier drin sich verbirgt. Okay, nichts. Die Tür ist abgeschlossen. Ja. Da wollte ich ihn zerslicen. Hat nicht geklappt. Zack, zack, zack. So, ah, da ist ein Gegner. Und du, ein Double Headshot. Ich habe es ja eine Minute oder so mit Maus gespielt, bis dann mein Controller ausgerastet ist und voll den Lärm gemacht hat auf dem, ja, auf meinem Schreibtisch. Da habe ich erstmal einen halben Herzinfarkt bekommen und musste dann den Controller aufheben. Und es spielt sich aber auch ganz gut mit Controller. Und jetzt zack, 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 zack,
Man kann ja auch die Gegner zerteilen. Sehr schöne Splatter-Animation. Also für die Leute unter euch, die auch so auf sowas stehen, auf Spiele mit einer guten Physik, die sind hier eigentlich auch richtig aufgehoben. Ich glaube, ich weiß mittlerweile wirklich, woran es liegt, dass ich mit dem Spiel nicht so warm werde. Es ist ja ein ziemliches Teamspiel, ja. Und alle meine Kollegen haben das so vor einem guten halben Jahr, ja, da haben die es richtig gesuchtet. Aber da hatte ich irgendwie keinen Bock auf das Spiel. Und jetzt spielt das keiner mehr von denen. Die haben das auch nur ein halbes Jahr ungefähr gespielt. Und jetzt muss ich das hier alleine zocken, weil auch keiner mehr Bock hatte, mit mir das hier zusammen zu zocken. Ich habe gefragt, habt ihr Bock auf eine Aufnahme? Aber da man die Warframe ist, haben wir schon so viel gespielt und haben wir mittlerweile auch nicht mehr auf PC. Da haben wir keinen Bock drauf. So. Und weil ich jetzt halt nicht so die Teamkommunikation hier habe, ist das wahrscheinlich ein bisschen langweiliger auch für mich. Denn das ist ja so ein Spiel, wo es wirklich auf Koop-Action ankommt. Hier vor allem in diesem Spielmodus wählen wir mal Kampf. Ich glaube, Kampf heißt, dass es weitergeht und Extraktion, dass die Mission beendet wird. So viel habe ich zumindest schon rausgefunden. Wenn es doch was anderes heißt, dann tut es mir leid. So, der Lotus. Okay. Also das gleiche wie vorhin. Nochmal die Checkpoints einnehmen und... Ja, das wird schon klappen. Ich muss noch mal ein bisschen mit der Steuerung hier klarkommen, also so springt man, jetzt bin ich hier drauf und habe die perfekte Position. Da muss schon gucken, dass man Headshots macht, ja, das macht schon viel mehr Schaden und zack, den habe ich auch noch erwischt. Wunderbar. Aber das Level hier ist auch gerade ein bisschen langweilig, muss ich sagen, es kommen immer nur die gleichen Gegner, ihr seht es ja. Immer von den gleichen Spots und auch sehr selten, also ich muss echt sagen... Ich will jetzt nicht das ganze Spiel beurteilen auf der Grundlage dieser einen Mission hier, weil ich habe noch nicht viel anderes erlebt. Das ist jetzt vielleicht meine fünfte Mission oder so, die ich erst in diesem Spiel spiele. Bin auch noch im Anfängerlevel. Aber das ist schon eigentlich sehr, sehr ja, einseitig und eintönig und auch langweilig. Jetzt versuche ich mal hier... Oh cool, ich kann hier auf dem Teil laufen. Perfekte Sniping-Position, wenn man jetzt noch ein Scharfschützengewehr hätte. Habe ich jetzt leider nicht, aber gut. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Mal wieder runter. Zack. Ja, ich bin da stehen geblieben, dass ich gesagt hatte, es kommen sehr wenig Gegner. Und da kommen schon wieder drei Stück. So, jetzt sind sie down. Und das war's auch schon wieder. Und das sind auch immer die gleichen Gegner, die können gar nichts. Ja, die können einfach nichts. Die kannst du einfach ganz easy killen. Hier ist der Ausgang gesperrt. Okay. Gehen wir wieder zurück. Jetzt muss man wieder in der Ewigkeit auf der Map rumlaufen, bis man einen Gegner findet. Entweder mache ich hier irgendwas fatal falsch, was natürlich auch sein kann. Es passiert halt manchmal, wenn man sich nicht so mit dem Spiel auseinandersetzt. Aber gut, für ein paar Ründchen ist das doch ganz amüsant, ja, wie die Gegner durch die Luft gefetzt werden. So, jetzt mal die Treppchen rauf, 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 immer schön die Treppe rauf. Ab in die Pampa hier oder was? Unter die dicke Wurzel da. Mal gucken. Zack, nochmal eine Leiche ein bisschen rumspielen hier. Recapture it, okay. Und wieder auf die Strapse drauf. Oh, da läuft schon einer her. Ah ne, das ist wieder der. Das ist wieder der Typ, der so aussieht wie ein fucking Gegner. Jetzt hau ich ihn weg. Ah, da kommt wieder von der exakt gleichen Stelle die exakt selben Gegner. Wieder drei an der Zahl. Der eine kommt da nicht raus, weil er festhängt. Ja, also ich muss mal gucken, ob ich noch mal eine Folge hochlade und dann spiele ich bis dahin ein bisschen weiter und gucke mal, ob es noch interessanter wird. Also das auf jeden Fall interessanter wird es auf jeden Fall. Aber ich meine, ob es auch in nächster Zeit interessanter wird. Denn ich habe keinen Bock jetzt das Spiel hier paar Stunden zu zocken. Ich habe echt den Fehler gemacht, dass ich das jetzt alleine hier zocke. So, jetzt probiere ich mal hier die Pistole aus. Die macht schon mehr Schaden auf Distanz. Hat halt nicht so die Schussfrequenz wie so ein Maschinengewehr oder eine Maschinenpistole, aber gut. So, zack. Bup, bup, bup. Heute gibt's bei Team Melzer, ich schnetze das Hack. So. Cool finde ich aber bei dem Spiel, dass du den eigenen Charakter kostümisieren kannst. Also zum Beispiel den ich hier habe.
Ich habe den, also die Farben kannst du ausfüllen, da kannst du natürlich ausfüllen, welchen Warframe du nimmst. Ich habe jetzt diesen, ich weiß nicht mal, wie der heißt leider, aber ich habe halt diesen Katana-Typ hier genommen. Und bin ganz zufrieden mit dem. Der spielt sich ganz gut und ja, das ist eigentlich schon so die ideale Einsteigerklasse, würde ich schon fast sagen. Da gab es noch so einen Stealth-Typen, glaube ich. Und der Typ hier ist halt gut im Nahkampf, ja. Aber auch gut im Fernkampf. Wir hatten Maschinenpistole. Du kannst auch noch die Waffen auswählen. Du kannst nicht nur die Charakter auswählen, sondern du kannst auch im Ausrüstungsmenü auswählen, welche Waffe du nimmst. Ich hatte jetzt auch leider nur oder nicht wirklich viel zur Auswahl. Ich glaube, ich bin erst Level 5 oder 6 in dem Spiel oder so. Und es geht ja noch viel weiter. Ich befinde mich noch in den ersten paar Stunden der Spielzeit. Oh, und die Mission ist jetzt schon beendet. Ja, da sieht man es hier. Excalibur, genau. Excalibur heißt der Typ. Auf Rang 6 sind wir jetzt. Und die Waffen leveln sich auch mit. Ich glaube, einer war jetzt auf Level 7 und einer auf Zelda. So, Leute. Ich hoffe, es hat euch wenigstens einen kleinen Einblick ins Spiel gewährt. Falls ihr das Spiel schon kanntet, vielleicht auch nochmal meine kleine Meinung zum Spiel, die leider nicht so wirklich ernst zu nehmen ist, da ich noch nicht viel gespielt habe. Ist halt sehr subjektiv. Die Grafik sehr schön, ja, aber das ist ja nicht das Wichtigste beim Spiel. Dennoch hat es mir eigentlich Spaß gemacht. Für so ein Ründchen geht das mal fit. Mit Kollegen wäre es natürlich noch besser, aber die hatten alle keinen Bock auf das Game. Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Astrof.